Gut. Kimari ist ja der am engsten verbunden ist mit Yuna. Nur irgendwie ist der Kollege gerade nicht aufzufinden. Riku fehlt auch irgendwie. Wo sind die denn alle hin? Man! Fanden Sie den Thunderplanes? Können wir jetzt gerade auch nicht gehen? Oh! 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 Komm mal hier. Und ihr dachtet, ich übersehe es wahrscheinlich hier. Ah! Futal. Ja, wir können auch in dem Fall in das Gebäude hier nicht rein. Hm. Na okay, wir haben zumindest eine Tragödie, die noch auf uns wartet. Das ist großartig. Mai. Ah, Shalinda. Ist die Lady Summoner nicht mit dir? Nein, sie ist in Seymour's Place. Das ist Meister Seymour. Or Lord Seymour. Oder fuck off Seymour. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh, Maester Seymour left Guado Salam a short while ago. Na, ein Glück. You serious? I believe he went to the temple in Makalania. Maester Seymour is also the high priest of that temple. Whoa, I gotta tell the others. Na gut, dann ist ja alles geklärt. Dankeschön, Shalinda. I too will go to the temple in Makalania shortly. Mach das. Und da sind Riku und Kimari auch noch. Okay, jetzt werden die nächsten, die Yuna kidnappen, sind vielleicht die Guados. Mal schauen. Lord Jisco, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! Ja, doch, ich muss sagen, in dem Game klingt sie auf jeden Fall, als wäre sie 15 oder 16. Das gebe ich dem Game, aber vom Aussehen her definitiv nicht. They say Seymour went to Macarena Temple. Macalania Temple. Ah, Macarena. Aye. What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Yuna, what is it? Oh, nothing. Hmm. You're a poor liar. It's true, it's nothing. Come on, let's go. Gut, dann zu den Thunderplanes. Jawohl, da ist auch der Kollege endlich weg. Na, endlich hier, so. Dann schauen wir doch mal, was die Thunderplanes hier letzten Endes so zu bieten haben. Thunderplanes. Ah, doch schon eine ganz gute Strecke zurückgelegt mittlerweile, ne? Oh no, we're here. How are we supposed to cross that? See the lightning rod towers? Yeah. The lightning is drawn to them. Hopefully. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. Okay. I think I forgot something in Guado Salam. Nice knowing you. Okay, okay, I'll go. Moving across the Thunderplanes, lightning can strike giant on the Gandalf Thunderplanes. Wow. Lightning can strike at any time, so keep moving. Okay. The lightning rod towers absorb nearby lightning, seek shelter under them. Okay. When there are no towers nearby, you can dodge lightning by pressing Z. Hit Z as soon as you see a lightning flash. If successful, you can dodge the thunderbolt. Ah, okay. Constantly mashing Z, however, can be dangerous. Das dachte ich mir eigentlich auch gerade. Einfach mashen, warum nicht? Good luck on your journey. Also können wir doch einfach mashen? Wahrscheinlich nicht. Ah, wollte gerade sagen, die Musik ist ein bisschen merkwürdig. Das passt ja so absolut gar nicht zur momentanen Situation in den Thunderplanes, aber okay, akzeptiere ich. Das ist ein What the fuck Game. Okay. Eigentlich habe ich C gedrückt wegen der Chest, aber naja. Phoenix Down, sehr schön. Aber wenn wir halt ein bisschen weggehen von den Towern, dann haben wir halt Chests, nehme ich mal stark an. So, hier haben wir ja, logischerweise Lightning Elementals, das macht Sinn. Was haben wir denn eigentlich hier? Stamina Tablet. Doubles Max HP of Ore
Wahrscheinlich One. Ja, das ist ein N, glaube ich. Habe ich da irgendwie Dreck auf dem Screen? Nee. Character. Ah, mal Steel. Was hast du denn? Electro-Marble. Okay. Hauen wir das hier erstmal runter. What the fuck, Walker? Okay, Black Magic. Lass mal schauen. Stimmt, Wasser war das ja. Das macht ja absolut null Sinn. Das Wasser sehr effektiv. Ist 1200? Reicht da normales Wasser? Nicht, okay. Also mittlerweile sind die ein bisschen härter geworden. Holy Ballsack. Jetzt Zeit für ein bisschen was... Ups. Explosives. Das war ein Fail. Ja. Ja. Aber okay, da müssen wir auf jeden Fall Waterer einsetzen mittlerweile. So viel ist sicher. Ah, komm schon. Komm schon. Jawohl. So muss das. Genau, da hinten habe ich übrigens, sehen wir gerade schon, haben wir eine Chest. Auf der linken Seite. Die gönne ich mir natürlich. Insofern wir da hinkommen, heißt es. Warum laggt das Game denn so krass hier? Meine Herren. Okay, bringt uns hier halt nicht so viel, ne? Hier brauchen wir meist eigentlich... Dann machen wir halt hier Steel, klauen ein bisschen was. Electro-Marble schon wieder. Müsste eigentlich down sein, jawohl. Größtenteils brauchen wir halt hier echt so Projektile. Waterer, das sollte das eigentlich sofort killen. Ja, ja. Machen wir hier Steel, klauen uns ein paar Sachen. Hype, okay. Ja. Futile. Hauen aber ganz gut rein. Wie viel hat er noch? 17. Dann eigentlich Focus. Ah. Gucken wir mal, ob das eventuell sogar trifft. Natürlich nicht. Auch nicht, aber das trifft. Jop. Bester Mann auf jeden Fall in den Thunder Plains momentan, was die Gegner angeht. Scheint ziemlich viele Flying zu sein, was mir natürlich nicht so gut gefällt. High Potion! Heilen wir uns nochmal. Musik. Was in aller Welt ist das für ein Ding? Okay, Castle Thunderer auf es selbst, genau. Hm. Moment. Ich mal sehen, ob hier Auron eventuell ein bisschen was an Schaden verursachen kann. Hm, doch, schon ziemlich. Also normale Angriffe scheinen auch ganz gut zu wirken. Vielleicht kriegen wir Stone Touch hin, das wäre natürlich wunderbar. Leider nicht. Okay, Waterer, hier rauf. Easy shit. Ah. Magic Increase heißt, es macht mehr Schaden, aber ist mir ja vollkommen egal, weil wir haben Mittel und Wege, um das Ganze direkt zu versenken. Sprichwörtlich. Der war noch nicht mal beabsichtigt, der Wortwitz. Ability Sphere übrigens. Sweet. Guck mal da hinten. Habt ihr gesehen? Da ist Peter Lustig auf der rechten Seite. Hat uns ein bisschen was zu erzählen. Wahrscheinlich wie... Oh mein Gott. Wrecked. Wreckt mich auf gerade so ein bisschen. What the fuck? Ich wollte sowieso zurück zum... Dingens. Nochmal heilen. I'll be right back. Aber wartet nicht auf uns. Wir müssen auf jeden Fall auf diesen Flash achten, dass wir da auf jeden Fall rechtzeitig reagieren und das... Warum greifen... Na, Mann!
dreckige Drecksblagen hier, ey. No worries. Oh, nicht mal ein One-Shot, das ist traurig. Mistviecher. Ein Mist, obwohl er in Stoneform ist. Sehr gut. Gehen wir mal an Yuna noch ein bisschen. Obwohl, nee, Moment. Das macht mehr Sinn. Zack. Schöne High Potion Chamber. Bitch. Fireball haben wir gefunden. Ah, okay. Ich dachte, das war ein Flash. War es aber nicht. Alles im Grünen. Ey, ich hasse diese Viecher, ne? Immer diese Enchiladas. So, Water Arm. Normalerweise würde ich ja mit Walker das kleine Vieh angreifen, aber das macht Tidus halt schon perfekt. Oder auch nicht. The fuck. Also bin ich ein bisschen enttäuscht von den Leuten meiner Party hier. Das war wiederum großartig. Jetzt kill das Ding. Jawohl. Geht doch. So will ich das sehen, Jungs. So muss es aussehen. Katana. Mhm. Lass mal sehen. Piercing. Ich glaube, Piercings stehen ihm nicht. Cure. Gehen wir hier erstmal ein bisschen durch. 560. Na, okay. Rico müssen wir halt noch leveln. Well, hello there. Would you like to hear about this place? Na, hau rein. Raus. Very well. Let me tell you about the crossing. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Ja, immer noch, würde ich sagen, ne? Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Also they used to say. Kommt seinem neuen Mixtape vor, vielleicht. Then a man by the name of Bilgen appeared. Using Machina, he built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, the travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there. When he was struck and killed by lightning. Okay. Bilgen was an Albed. Our history books never mention him. Alles klar. So. Ich hab C gedrückt! Game! What the fuck? Ich sag nur CC. Das Game sagt no, no. Okay, der war echt extrem schlecht. So. Oh, boy, das ist halt... Oh, nice. Okay. Das ist wunderbar. Leider ist es kein One-Shot, was mich immer noch ein bisschen kränkt. Aber zumindest kriegen wir das Vieh mit Water Rhymer ganz gut unter. Mm. Jungle is massive. Piece of cake. Aber nur diese schnellen Kollegen hier am Start, ne? Das heißt, Auron bringt uns hier nicht mehr so viel eigentlich, weil er ja ziemlich langsam ist, aber dafür halt guten Schaden drückt. Schade eigentlich. Kommt ein bisschen kurz, glaube ich, jetzt hier in den Thunderplane. Ah, never mind. Never mind, never mind. Da haben wir doch genau das Richtige für ihn, so. Tschüss. Und tschüss erstmal in deine Richtung. Nehmen wir mal Kimadi für ihn, weil er braucht noch ein bisschen was für sein Overdrive. Hier sind wir fast im Overdrive. Ich glaube, wir haben sogar Warrior. Das heißt, wir müssen einfach nur angreifen. Ja. Yeah. Ja, haben wir. Perfekt. Wow. Wow. Really? Wow. What the fuck? Gibt es XP immer noch? Nee. What
war das denn? Holy ballsack. Auf jeden Fall ein klarer Fall von Cure. What the shit? Game! So schnell kann ich nicht reagieren. Mann. Ah, oh Gott, das wird nicht lustig, glaube ich, hier der Trip in den Thunder Plains. Ja, okay, vor dem Shit. Ich meine, wir kriegen hier, kriegen zwar hier Ability Spheres, aber nee. Das ist absoluter Rotz. Wenn die mit Blitzra angreifen. Tja! Ah, Schlender.